ganz herzlich zu unserem Weihnachten. Oh mein Gott, es ist Heiligabend, also der Tag, 24.12. Ich kann es irgendwie nicht glauben. Es ist wirklich schnell vergangen, vor allem mit den Daily Vlogs ist der Monat eigentlich doch recht schnell umgegangen. Ja, wir sind mitten in den Vorbereitungen. Die Kinder helfen gerade voll fleißig mit beim Putzen und sauber machen. Mein Papa schneidet noch das Video für heute. Und ich werde jetzt gleich hier einen Keksteig zubereiten, damit wir heute nochmal Kekse backen. Das ist so bei uns irgendwie Tradition geworden, am letzten Tag nochmal Butterkekse zu backen, die dann zu verzieren und so. Der Papa hat auch schon sein Sarma-Kraut vorbereitet, weil das ist bei uns Tradition, dass wir das zu Weihnachten essen. Und ich muss nochmal Geschenke backen. Ich bin nicht dazu gekommen, die Tage. Wir hatten ja so viel zu tun. Baby ist natürlich noch ganz brav im Bauch. Und ja, ich würde mal sagen, ich fange jetzt gleich schnell an, den Teig vorzubereiten, dann kühl stellen und dann gehe ich runter und die restlichen Geschenke einpacken. Hallo meine Lieben, auch von mir, ich melde mich auch heute mal in diesem Vlog. Ja, wie man sieht, ich bin jetzt in der Küche und ich bereite unser Weihnachtsessen vor. Bei uns ist eine Tradition geworden, zu Weihnachten gibt es Sarma. Und ja, also das wisst ihr schon, das ist im Sauerkraut eingewickelt, also faschiertes im Sauerkraut eingewickelt. Ich glaube, daraus habe ich schon einmal ein Video gemacht, glaube ich. Oder vielleicht schon mal öfter gezeigt. Die Mama ist jetzt im Erdgeschoss. Sie ist im Auftrag vom Weihnachtsmann. Sie verpackt gerade die Geschenke. Ja, weil wir die Tage davor keine Zeit gehabt haben, weil wir sehr viel gearbeitet haben. Ihr wisst schon, Mambosplaner, dann die ganzen Videos, die wir gedreht haben, dann noch das Kochvideo. Und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und für das haben wir leider keine Zeit mehr gehabt. Deswegen müssen wir alles auf letzte 100 Meter machen. Ja, also jetzt bin ich in der Küche und wir werden jetzt dann gemeinsam die Sarma machen. Da habe ich meine Kraut, Sauerkraut, der ist riesig und sau schwer. Und ja, also zum Fleisch kommt Salz, Pfeffer und natürlich Zwiebel darf nicht fehlen. So, meine Füllung ist jetzt fertig und die schwierigste Arbeit beginnt erst jetzt, weil alles, was da in diesem Schüssel ist, gehört im Sauerkraut eingerollt und das frisst brutal viel Zeit und ja, aber das macht Spaß und schmeckt sehr gut. Ich bin jetzt fertig mit Einrollen und ich bereite noch den letzten Schritt vor, und zwar Zwiebel anrösten. Jetzt habe ich Wasser nachgefüllt, so dass das Ganze mit Wasser abgedeckt ist. Und für circa 2 Stunden köcheln lassen. Ich bin wieder hier. Ich war ganz lange weg. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Stunden lang Geschenke gepackt. Ich musste sogar so lachen. Ich saß unten und ich habe leider zu wenig Geschenke. Ich habe 2 voll dicke Rollen gekauft. Aber es ging sie nicht aus. Ja, auf jeden Fall backen wir jetzt, machen wir jetzt Keksis. Du magst spielen? Okay. So viel dazu, ne? Das kann ich. Ich mache auf jeden Fall die Kekse und die Kinder können sie dann verzieren. Hilfst du mir, mich beim Ausstechen und so? Thank you.
Baba hat jetzt schon Essen angerichtet. Unsere Kekse habe ich noch gar nicht gezeigt. Schau mal, wie schön die sind. Wunderschöne Kekse. Die sind alle gerade richtig verhungert. So, wie ihr sehen könnt, sind die Kinder schon bereit. Wir gehen jetzt nämlich spazieren, oder Lara? Ja! Lara ist aufgeregt. Ist aufgeregt? Mhm. Wieso denn? Weil ich mein Geschenk. Und du willst Geschenk. Du willst auch Geschenke? Aber oh. wir haben so einen Film geguckt, die ist nochmal das Anfang. Bezug. Oh mein Schatz. Die Lara ist... Ja, ich zieh mir auch schnell was an und dann komme ich, ja? Holt ihr raus? Ja! Papa muss nochmal auf Toilette, okay? Ja, ich weiß nicht. Bitte gibt sie der Luisa die Hand. Ich ziehe mir auch Jacke und Schuhe und gehe dann den Kindern nach. Der Papa wird dann jetzt die Sachen raufbringen und wir haben gesagt, er muss auf Toilette. Bist du fertig? Ja. Sie sind in Michels Zimmer, ja? Kommt der Weihnachtsmann, hat keine Zeit. Ja, komm, Baldi. Oh mein Gott, der Weihnachtsmann war schon hier. Ah, für die Tiere haben wir... Ja, oh mein Gott, ich freue mich schon, wenn die Kinder das sehen. Wuff und Miau. Du musst das zuschieben. Nicht so extra. Ja? Ja. Der Papa hat sich sogar extra eine Mütze aufgerufen. Wie der Weihnachtsmann. Ja. Ich wollte noch schnell ein Foto machen, wenn die Kinder dann reinstürmen, ist es vorbei mit Fotos. So, let's go. Baba hat mich jetzt rausgeschickt, das ist wahrscheinlich super tolles Licht. Der Papa braucht noch ein bisschen. Ja, der Papa ist am Klo. Danke. Hallo Moses! Vorsicht, das ist nicht das Jungfall. Habt ihr schon nach oben geschaut, ob ihr einen Weihnachtsmann seht? Ja, ich habe das Gold gesehen. Ja. Ich glaube, das ist der Weihnachtsmann. Hast du wirklich? Ja. Schauen wir mal jetzt. Ah, das ist weg. Schau mal zum Mond. Die ganze Zeit gesagt, das ist eine Taube. Doch? Nein, ich glaube, das ist der Weihnachtsmann. Geh mal ein bisschen spazieren. Ich glaube, das ist der Weihnachtsmann. Ich glaube auch. Schau mal, das ist der Weihnachtsmann. Der Piep ist auch da, schau. Der tut sich. Aber der Beef darf hier, weil der mag diese Nachbarn. Gerne. Deswegen. Lara, schau mal, was ist da oben? Ist das ein Stern? Oder ist es vielleicht der Weihnachtsmann? Habt ihr das schon ausdiskutiert? Mama, es ist grau. Seine Strahlen ist ganz sauber. Und das ist der Weihnachtsmann. Ja, Schatzi, die Luisa hat schon Bauchweh vor lauter Stress. Schatzi, die Luisa hat schon Bauchweh vor Stress, glaube ich. Die Luisa hat gesagt, Mama, ihr Bauch. Komm. Wir sind jetzt mal drin. So, stopp. Ich schaue immer zuerst nach. Und du sagst uns, Mama, ob das der Weihnachtsmann ist. Ich, Michelle, die Mama schaut. Ja! Er war da! Mama. Ausziehen, alles schnell! Ah! Warte, Oh mein Gott! Oh mein Gott! Für den Beef! Wir lesen vor, okay? Wirklich? Warte, Luisa! Wir lesen, Baba, liest du vor? Warte, Papa sagt mir. Was ist das? Das ist Patrick. Oh mein Gott. Lara ist das. Ja, ich freue mich, dass es ist. Der Patrick macht schon wieder dasselbe. Das ist die Lisa. Genau, jeder sucht sich mal seine raus. Muss aufmachen. Juhu! Ich habe ein Pass bekommen. Wow. Ciao. Komm, Lisa, setz dich. Ja, schön! Ich freue mich, mit dir Vater zu spielen. Okay, hilfst du dir wieder beim Aufmachen? Das ist
Das ist Mama. Das ist Lara. Mein Name, der ganz leicht ist. Was das ist das? Mein Name, der ganz leicht ist. Ein Puzzle. Ein Puzzle. Und ein Puzzle. Ein Puzzle. Wow. Wir wollen ein Puzzle. Mama. Schön. Ein Lernbuch. Ein Lernbuch. Ein Lernbuch. Juhu. Soll ich ja auf die Couch mit dir? Papa, holst du noch für die Kleinen? Die Lara. Luisa? Ja. Wie man sehen kann, ist es... Die Lara. Ich mache von klein nach groß. Von klein nach groß, okay. Und Patrick? Ein Puzzle. Wow, wie Pepperpult. Das sieht schön aus. Ein Puzzle? Ein Minimaus. Minimaus. Oh mein Gott, Lego Duplo. Wow. Was ist hier? Fängt mal gut an, oder? Was ist Lara. Das ist Luisa. Das ist ein Zügepferd, oder? Mach mal auf, ich. Tomate. Mach mal weiter auf. Das ist geil. Ja, ein Malbuch. Das ist Lara. Das ist Luisa. Oh mein Gott. Ja, ja. Warte kurz. Was? Ich kann hier auf einmal filmen. Was hat die Michelle hier? Wow! Ey, cool! Ein iPhone SE, Michelle. Das ist Papa. Und was hat. Was könnte denn? Ein Babyborn! Ein Babyborn! Das ist gut, Patrick. Ja, das ist Luisa. Das ist Lara. Lara, das ist die Luisa. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Das ist die Snowboard? Nein. Oder? Eine Jacke, Michelle. Eine Jacke. Eine Sportjacke. Jetzt willst du zum Anziehen oder für Sport, wie du willst. Kannst selber. Ist cool, Patrick? Es hat sogar dieses coole, neue, abgeflachte, keine Ahnung. Der Party packt es gleich an. Oh, mein geliebter Babyboy! Babyboy! Jetzt ist kurz Panik ausgebrochen. Wieder Lara. Leo Lausemaus. Und dann ist Weihnachtszeit. Was hat die Lara noch bekommen? Wow, das ist für Volksschule. Das ist zum. Lara, Lara, stell das für dir. Schau, das, da steht Luisa und Lara. Das gehört euch zusammen. Was? Nein, ich habe getan. Ihr kann auch mal auf. In weiß. Was? In weiß. Wirklich? Oh mein Gott. Warte, Lara, ich mach es so. Oh mein Gott. Ja. Michelle, Michelle, Michelle. Das wow. Ist Lara und Luisa. Zusammen. Ja. Gibt es da nicht mehr diese... Ja, und da ist es auch für Lara und Luisa. Das macht Lara auf, das macht Luisa auf. Noch Playmobil. Noch ein Playmobil. Das ist ein Zimmer, Lara. Das ist ein Zimmer. Das ist ein Kinderzimmer. Ein Kinderzimmer. Wieder eine. Oh, das ist sehr. Wir haben
aufmachen? Ja. Lisa, magst du mir helfen? Ein Puzzle. Danach. Komm her. Das macht der Papa danach auch. Und dann hat die Mama noch was. Was hat die Mama? Was für Nägel machen? Wow. Wow. Und das gehört die Mama. Das gehört dem Papa. Komm, Papa, gib her. Jetzt darf der Papa aufmachen. Der Papa weiß nämlich nicht, was drinnen ist. Anders als die Mama. Weißt du, was drin war? Warst du beim Weihnachtsmann in der Werkstatt oder was? Ja. Das ist zu schwer. Komm, Mama. Aber Mama, zusammen. Aber ich hatte gedacht, ich was? Mama, ich hatte gedacht, ich kriege die Eltern. War teuer. Nein, war nicht teuer. Hi, Papa. Mama, ich hatte gedacht, dass ich die Eltern kriege. Mit Wasserpferd. Ach so. Warte, das gehört dem Papa, Luisa. Wow, den Lautsprecher. Danke, wir machen das. Meine ist ja schon kaputt. Nein. Komm, next. Warte. Weiß nicht, schauen wir dann gleich. Nein, ich bin tot. Mehr habe ich nicht bekommen. Mama, meine Buchstabe ist dabei. Oh mein okay. Gott, ein ich Karton. Ja, kannst du das? Ja, das ist meine Nägel. Schau, wie die neu neugierig. Die Kinder sind neugieriger, glaube ich. Oh mein Gott! Ja, ich habe Angst, was ist das? Ich komm, Papa, das ist nichts. Du brauchst ein bisschen Angst haben. Ja, voll. Lass ja nicht so. Warte, warte, warte. Lara! Lara! Warte! Irgendwas schwarz. Nein, oder? Doch. Was? Ich weiß, was das ist. Was? Was denn? Schreit mich so an. Keine Ahnung, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist, keine Ahnung. Mach's mal auf, schau es dir mal an. Hey Papa! Was ist das? Mein Englisch. Also, ich schau's dir irgendwie lang. Boah, ach so, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ist das für die SIM-Karte? Und was ist das, Papa? Für die Uhren, oder? Ja! Endlich, oder? Ich oh mein Gott. Hingeschmissen. Ja. Wie geht das? So? Hast du dir das schon immer gewünscht? Ja. Begeisterung ist anders. Juhu! Au, mein Finger brauche ich noch. Kann mir jemand die Babybahn aufmachen? Ja, wir müssen nur Messer und sowas holen. Das ist müde, aber ich muss das. Wir haben hier einen Haufen Kartons, gell? Wir könnten eigentlich heute gleich noch fahren, den Karton wegzubringen. Wäre nicht schlecht, oder? Guckt euch das an. What is hier los? Yeah. Papierfabrik. Aber hier ist doch Müll von mir. Bin gespannt, wann der Party sein Board verwenden da kann. Vor allem, wir müssen ja deine Bindung noch drauf machen. Ja. Kann man es zu Hause machen? Ja? Kann man es zu Hause machen gleich? Wir müssen wenn schauen. Dann, wenn es nicht, dann muss man zu dieser Problem ist, gehen. Das Problem ist mit der Bindung, dass da jetzt Schienen sind und du hast Runde. Ah, stimmt. Ja, wie unser Wohnzimmer ausschaut, habt ihr ja schon gesehen. Die Luisa hat einen babyborn Jungen bekommen und jetzt hat sie das gesehen. Hat ein Butti. Ja. Nein, das ist unser Luisa. Nein, Lara und ein Mädchen, die Luisa hat ein Butti. Aha, genau. Okay, da muss ich weiß, was ich nicht genau. Wir haben schon drei, gell? Ich habe nur eine Momo wie ein Mädchen. Aha. Okay, das ist schlecht, oder? Die Michelle baut gerade ihr Malen nach Zahlenspiel auf. Das ist Paris, ein Michelle. Spiel? Das ist kein Spiel, Entschuldigung. Ein, wer ist das? Mal. Aber das ist. Malen nach Zahlen. Aber das leuchtet, Michelle, in der Nacht bei dir. Schau, siehst du diese Wölfe? Muss ich gleich anfangen. Wo ist das neue iPhone? Aber, da. Aber dann hat er auch die Michelle hat ein neues iPhone Mama, bekommen. Ja, ja. Da kann auch was reinstecken. Ja. Ja. Press Home. Da, Code eingeben. Außer wir sind noch zu heiß. Ich bin nicht so heiß. Die Luisa ist schon voll mit ihrem Puzzle beschäftigt. Schon die Software-Update. Sehr gut. Michelle hat auch ein iPhone SE bekommen. Zeig mal das alte. iPhone SE. Das ist auch ein iPhone. iPhone SE. Schau mal, wie der Unterschied ist. Wie klein und wie groß das jetzt geworden ist, gell? Meins. Da hat sich jemand. Oho. Gib's ihr. Also, mal schauen, wie das aussieht.
wieder ein voll cooles Rätselbuch. Hast du ganz kleine Puzzles? Wow. Ich hab's erst mal erzählt. Wow, warte mal, dein Puzzle ist auch wunderschön. Gell? Ja, bei mir, ich dreh mal um, aber das Papier. Das Weihnachtsmann liebt dich. Ich weiß. Weil du wunderbar bist. Oh, weil du wunderbar bist. Die Lara haut einen um mit ihren. Wieso das? Na, die Lara hat gesagt, weil du wunderbar bist. Ach so. Oh, hast du das gesagt? Die Lara hat sich hier Aquabeats geschnappt. Boah, das war so eine Fummelarbeit, das hier einzufüllen, sage ich euch. Oh, und die zwei Großen bauen zusammen Patricks Puzzle. Luisa, und die. Ich brauche die rote Tür. Schaut mal, wir haben schon unseren. Ein Jungen und ein Mädchen. Zwillinge. Wie erkennt man, dass er ein Indianer? Weiß ich nicht. Hat der Putzimaus? Putzimaus, ja. Also schön. Oh. Luisa, brauchst du mit Papa Playmobil auf? Ja, 39. Da muss man noch Batterie reinfüllen, gell? Mein Herzi. Die gehen kuscheln, ja? Ja. Kann nicht klingeln. Das muss man Batterie reinfüllen. Kann nicht. Klingel. Meine Mäuse, Luisa und Lara, meine Maus, sie sind so happy. Wir kriegen sie jetzt mit Ach und Krach nicht ins Bett. Also es ist so schon Schlafenszeit, Schlafensgehzeit. Morgen werden wir sagen, super entspannt angehen. Morgen werden wir also gar nichts arbeiten, kein Video schneiden. Hier können sie Keks essen. Morgen werden wir auch nicht vloggen. Und dann kommt dann halt auch kein Vlog. Du kannst ja auch Kekse essen. Ja, du kannst auch Kekse essen gehen. Ich brauch's nicht. Die Lara ist so fokussiert auf ihr Spiel, Aquabeats. Das ist so eine Fummelarbeit, aber die Lara hat so viel Geduld, das ist wirklich unfassbar. Ja, der Patrick hat sein Puzzle schon aufgebaut, wie man sehen kann, und hat sogar sein Buch angefangen. Und ja, Patrick hat schon alles durch, alle Geschenke. Außer das Snowboard. Ich hoffe, dass er das vielleicht in den Semesterferien oder so einweihen kann. Weil jetzt geht's nicht, ne? Lockdown ist ja da. Deswegen, mal schauen. Na gut, mein Lieben, ich werde mich auch vom Vlog verabschieden und morgen vloggen wir mal nicht. Wir gönnen uns jetzt ein bisschen frei. Mal schauen, wann wir uns wieder melden, aber eh. Ganz bald wieder mit Baby-Update und so weiter. Tschüss!